Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Kaffee, Klatsch und Inklusion. Und was soll ich sagen, wir sind tatsächlich immer noch im Weidendom. Ich bin Erik Ortlieb und mit unserem Projekt versuchen wir, Rostock etwas inklusiver zu machen. Das heißt, Rostock ohne Barrieren, das ist unser Ziel. Und wir haben eine ganz besondere Ausgabe. Es ist jetzt eigentlich die 51. Aber sie entsteht auch im Zuge der 50. wie eben. Denn wir sind hier beim Folgemüll. Folgemüll. Ja, du bist doch den, ne? Ja, Folgemüll. Wie? Müll. Du brauchst mich auch nicht beleidigen. Ja, man muss so ein bisschen die Kartoffeln im Mund nehmen bei dem... Ja. Aber war es schon nah dran. Es ist ein offenes Ö, eigentlich zum D in L aber nur gedacht. So wäre die richtige Mö. Ein D, das D ist grundsätzlich im Dänischen weich. Das heißt, das... Sehr weich. Ultraweich. 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 Das so, wirst du eigentlich jetzt, nicht. Ihr merkt schon, also ein Hund zum Beispiel, das ist ein Huhn. Huhn. Das werden wir, also, gleich, naja, das werden wir gleich vertiefen. Also willkommen nochmal im Igerpark. Wir haben eine weitere Runde zum Thema gemeinsam glücklich leben in Rostock. Und damit herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer zu Hause, aber auch an die zahlreichen Gäste hier im Weidendom. Wir freuen uns über jeden, der da ist. Wir haben die Möglichkeit eines Tweetback-Systems, also wer sich traut von Ihnen, man kann da vorne scannen, einen QR-Code und kann dann Fragen hier auf unseren Bildschirm direkt bringen. Boah, cool. Lange Gesichter. Man kann auch einfach das Mikrofon hier vorne nutzen, nach vorne gehen, aber kurzes Handzeichen nicht einfach zwischen. Das geht ja nicht. Mit mir dabei ist natürlich auch die Stimme der Inklusion, Anja Schulz. Hallo, hallo Erik. Hallo. Also unsere ZuhörerInnen werden sich jetzt mit Sicherheit wundern, wer die Stimme aus dem Hintergrund war mit dem dänischen Akzent. Wir sind heute nicht alleine hier, wir haben Gäste, Premiere, ein zweites Mal, ne? 51 Mal. Und zwar begrüßen dürfen wir heute mit uns hier auf der Bühne Jens Hakanowitz, sportlicher Leiter der Rostocker Seawolves, und Jens Pardun, Vereinssportlehrer beim HC Empor Rostock. Sportfrei, hätte man früher gesagt bei mir in der Schule. Ist nicht mein Thema Sport, das ist jetzt eine blöde Einleitung. Aber wir kommen da durch, oder? Wir kommen da durch. Oh, und wir haben Besuch, wenn du deine Augen einmal nach vorne richtest. Oh, der Bürgermeister ist da. Mensch. Hallo, Hallo. Der Oberbürgermeister. Es hat ja für Rostock noch nicht... Klaus, dann würde ich dich bitten, einfach dieses Mikrofon zu nehmen. Also erstmal sehr schön, ne? Kritische Fragen stellen. Wir haben gerade erst begonnen, für die, die uns nur hören können zu Hause. Der Oberbürgermeister hat das Feld betreten und ich muss sagen, in einem sehr... gut sitzenden Smile City T-Shirt. Halli, ja. Hallo. Ja, ist das an? Ja. Ist das an? Er hatte leider nur noch Größe L da. Ich bin hier reingegangen und habe die Luft angehalten. Fühlst du dich? Fühlst du dich so das rechte Bein und dann nochmal. Ja, ja. Aber ja. Wenigstens ist das Zelt jetzt voll, ne? Wo der ja. Bürgermeister kommt. Und wir hatten ja schon mal das Vergnügen, mit dem Oberbürgermeister podcasten zu dürfen. Oha. Schon ein bisschen her. Im Oktober war das. Und insofern freuen wir uns jetzt, dass du wieder da bist. Bei ja. uns hier im Podcast. Total wir gerne. Wir haben keine Entweder-Oder-Frage. Doch, ich habe eine Entweder-Oder-Frage. Hallo, ich bin gerade noch angekommen und kriege schon eine Entweder-Oder-Frage. Ist das falsch? Und dann muss ich nach Hause. Genau. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Also, es geht nicht ohne Team. Und trotzdem muss man hin und wieder auch ein Einzelkämpfer sein. Jawohl. Ich möchte das ist, so darf man nicht antworten, ne? Wir sind doch. Entweder oder. Wir sind ja hier im Weidendom und uns hat hier das Team vom DITZ, das kann ich ruhig mal sagen, vom Digitalen Informationszentrum, die machen den ganzen technischen Aufwand hier und sonst sind wir sehr gut betreut vom Smile City Team. Freut mich sehr zu hören. Die haben auch wahnsinnige Arbeit geleistet. Die haben ja einen Chef, der hin und wieder mal um die Ecke kommt und sagt, ich habe da mal eine Idee. Lass uns einen Folgemüll machen. Und alle, nee, was ist denn das? Wie spricht man das aus? Und das ist, glaube ich, die erste Generalübung für jede Mitarbeiter. Jetzt muss immer Folgemüll ordentlich aussprechen. Habe ich von dir noch gar nicht gehört. Wie heißt das? Folgemüll. Er hat aber geübt. Ich habe wirklich geübt. Aber warum hast du Folgemüll? Das ist eine Haltungsfrage. Ah ja. Wir hatten direkt... Jens kann das, oder? Ja, absolut. Ich habe das auch gerade schon versucht, mit dem D und alles zu erklären. Also, ja, wir hatten direkt ein kleines Feedback nach der ersten Runde. Lieber Klaus, ich darf das sagen. Wir brauchen eine bessere Werbung für diese Veranstaltung und rechtzeitiger. Hier waren sehr nette Damen, die haben gesagt, wir haben uns interessiert, wir haben es gesucht. Schwierig gefunden. Also das soll ja, glaube ich, jetzt jährlich stattfinden. Berichtige mich. Wir brauchen mehr Werbung.
Ich meine, wir sind heute von Kommune Inklusiv hier ausgeliehen als Moderatoren. Das es mag euch überraschen, aber wir leben ja in besonderen Zeiten und ich kann Ihnen euch mal eins verraten. Wir sind ja so circa 2 Jahre bei, in der Hoffnung, mal eine Hansesellen starten zu können. Ja, circa 2 Jahre Vorlauf, also ich bin jetzt 2 Jahre Bürgermeister, dürfte das erste Mal eine Hansesellen eröffnen und die Genehmigung habe ich am Dienstag bekommen. Ist nicht also, ja, für alle die, die jetzt sagen, das hätte aber ruhig ein bisschen früher, ja, das stimmt, ich hätte es auch wirklich vielleicht dann schon Dienstagmittag verkünden können. Wenn, also deswegen, man hat natürlich auch ein Stück weit ein bisschen Respekt davor, große Werbung, großes Umsetzen, so machen wir das und dann alle sagen, nächstes Jahr. Also von der Warte her ist es eine stille Veranstaltung, wo wir aber, wir wollen ja miteinander lernen und das ist in der Tat, wollen wir das ja viel früher verkünden. Und so haben wir es auch weitergegeben, in deinem Sinne hoffe ich. Wir haben 2 Gäste, deswegen... Ja, die sollten auch reden. Also haben, ein Dank an den beiden. Ich möchte nur einen letzten Hinweis loswerden. Ich will dich noch fragen. Okay. Ach, die sollen mich fragen? Nein, ich frage dich. Handball oder Basketball? Hauptsache Ball. Also von daher... nein, ganz klar. Ich kann einschreiten und sagen, die Fahrregel ist nicht fair. Und im Übrigen bin ich in beiden Vereinen Mitglied. Also von daher, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich auch beides mit großer Leidenschaft gespielt habe und dass ich die Menschen, die dahinter stehen, liebe. Die Menschen, die bei uns auch was ihr macht, für Vereine, für Menschen, sich engagieren, ehrenamtlich, da werden so viele Stunden darin investiert. Gerade Krisenzeit hat uns ja auch gezeigt, wie wichtig dieser Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger ist. Wie wichtig das ist, dass wir Menschen zu was motivieren, Kinder und Jugendliche zu irgendwas begeistern. Und am Ende des Tages, und ich bin auch total begeistert, wenn man hier unten am Strand jetzt schaut, unseren neuen Wassersportpark da, ja. Auch das für Kinder und Jugendliche, dass wir diesen Vielfalt dann angeboten haben. Ich habe aber Jens Anfang der Woche gesagt, man kann am welchen Glas... Jens? Da haben wir nämlich Herr Karnowitz. Ja. Der Herr Karnowitz. Habe ich Anfang der Woche gesagt, man kann im Glasanbau der Rathaus sehen, dass ich letztes Jahr, also vor etwas über einem Jahr, die Geschichte jetzt. Von 2 Vereine ein Trikot geschenkt bekommen haben. Wenn ich was geschenkt bekomme, hänge ich es da auf. Das eine Shirt ist von Hansa Rostock gewesen und das andere war von Empor. Da hängt kein von den Seawolves. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie dann das sportliche Jahr gelaufen ist, Jens, aber das kannst du ja dann beantworten. Auf jeden Fall habe ich eine Erwartungshaltung, demnächst sehr viele Shirts geschenkt zu bekommen. Da kannst du von ausgehen. Klaus, wir wollen dich nicht verjagen, aber komm mal einmal noch kurz nach vorne. Wir machen noch mal ein Foto vielleicht. Selbstverständlich. Habt ihr denn euer Kissen mit? Hat tatsächlich, ja, aber ich darf ja nicht sitzen. Also apropos Sport, stell dich jetzt in die Mitte. Und ich müsste längst sitzen, ich bin wund, aber das machen wir später. Wir machen jetzt einen schönen gemeinsamen Wir machen jetzt ein Foto. Ein Corona-konformes Luftanhalten-Foto. Okay. Owe weiß, was los ist. Stark. Wo gucke ich denn hin? Ich weiß nicht. Zu Mutti. So, jetzt. Eieiei. Jawohl. Hervorragend. Klaus, willst du noch ein bisschen hierbleiben? Ja, wie lange läuft denn das? Weil ich möchte ja auch, dass die auch was sagen. Na, wir fangen jetzt an. Ihr fangt jetzt an? Naja, wir sind jetzt schon mittendrin. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Wir haben nur so eine Dreiviertelstunde. Dann ist eine kurze Pause, die wir wahrscheinlich auch brauchen. Und dann ist schon die nächste Runde. Und ich wollte auf jeden Fall, bevor ich heute hier folge, mit verabschiede, auch nochmal auf ein Wakeboard gehen. Weil du sprachst gerade Superior an. Ich war vor 2 Tagen, als wir unser Team-Event hier oben hatten, drauf. Vor 9 Jahren das letzte Mal. Einfach drauf, wieder 4 Runden gedreht. Kannst du das auch? Wer das nachher eine sehr interessante Frage. Du hast ja gesagt, du warst 9 Jahre nicht drauf. Ich war 48 Jahre nicht drauf. Also okay, gut. Ja, dann. Ob ich das auch kann, weiß ich nicht. Aber wir beiden können ihn in den Mangel nehmen, oder? Das ist korrekt. Ja. Vielleicht nochmal die Frage in die Runde. Was ist denn für mich als Sportmuffel, was ist an Sport das Beste? Warum Sport? Die Gemeinschaft. Sport? Also Teamsport. Ja. Ja. Also tatsächlich die Gemeinschaft, würde ich sagen. Guck mal, wir müssen ja einen Bürgerdialog haben. Ja, absolut. Bitte, treten Sie nach vorne ans Mikrofon. Ja, hallo, ich bin Katrin Schankin, bin Bürgerin dieser Stadt, arbeite beim Stadtjugendring, aber ich bin heute vor allem auch als aktive Bürgerin hier, Einwohnerin. Und meine Frage ist, oder meine Hoffnung, mein Wunsch, wir sehen das in anderen Ländern, dass die Sportplätze kommunales Eigentum sind und damit der Breitensport einfach günstige Rahmenbedingungen hat. Und bei uns ist es leider noch so, dass die ehrenamtlich geführten Sportvereine sehr viel Energie dafür verwenden müssen, die Plätze zu organisieren, ordentlich zu halten, Sponsorengelder einzuwerben und Ähnliches.
Aber eigentlich will doch der Breitensport die Gemeinschaft fördern, will die Kinder gesund, zur Gesundheit entwickeln und so weiter. Ich würde mir das wünschen. Ist das denkbar, dass wir auch in Rostock versuchen, ein solches Modellprojekt auf den Weg zu bringen, um zu zeigen, dass es geht? Ich habe es gar nicht ganz konkret verstanden, was dein Vorschlag ist. Also der Vorschlag ist, dass Plätze in kommunale Hand kommen und dass sozusagen die Stadtwerke übernehmen, die Pflege und das Personal. Also überwiegend ist es so, dass die Sportstätten in kommunaler Hand tatsächlich sind, aber okay, ist aber anders, es ist aber komplex, die Pflege. An die Zeiten zu kommen. Es ist, glaube ich, auch so, dass zumindest Hallenzeiten im großen Stil auch fehlen. Heißt, auch gerade Randsportarten haben gar keine großen Chance. Deswegen, wir haben ja auch einen Sportstättenentwicklungsplan, auch Schwimmhalle. Man kann überall eigentlich hinschauen und feststellen, wir bräuchten mehr Angebot. Aber es ist auch erschreckend festzustellen, zum Beispiel, wenn unsere Eishalle geschlossen ist, gibt es in ganz Mecklenburg-Vorpommern keine Eishalle. Wenn man dann aber auch mal erfährt, was kostet eine neue Eishalle und wie schwer ist es dann wiederum, Unterstützung dafür zu bekommen. Jede Sporthalle ist halt eine sehr teure Infrastruktur. Aber dennoch, es stimmt, die Zugang, ich finde auch persönlich, dass es schade ist, dass wir alles noch analog haben. Also, dass es nicht digital ist, dass ich das einchecke, wenn ich am Wochenende einen Handball zu mir mache. Es gibt viele freie Zeiten, die nicht verfügbar sind. Und ich weiß auch, dass wir gerade große Probleme mit Ihrer Trainingshalle haben. Und das sind einfach, das kann natürlich nicht der Basis sein, wenn wir uns wünschen, dass sehr viele, 55.000 Menschen sind engagiert in Vereinen in Rostock, dass wir denen dann erschwerten Zugang zu Sportstätten. Es ist aber wirklich ein mühsamer Weg. Selbst wenn man sagt, guck mal, hier haben wir ein schönes Grundstück, hier können wir eine Eishalle bauen, da finden Sie sehr schnell eine Handvoll Leute, die Ihnen erzählen, warum wir das nicht können. Und dann schauen Sie nach, und dann machen wir das dort und dann gibt es wiederum eine große Zahl an Probleme. Jens und Jens arbeiten auch gerade daran, dass wir eine schöne Kampfsport- oder wie heißt es, Wettbewerbssporthalle bekommen. Auch das ist etwas, selbst wenn wir sagen, wir machen das jetzt, dauert das ja Jahre, bis wir das erste Mal einen Korb oder ein Tor sehen werden. Also eine Sache, oder ein, was heißt es, ein Schmetter, ich weiß es nicht. Was, wo sind bei wir? Volleyball, bei Volleyball. Bei Volleyball. Ein Schmetterball sehen werden. Also eine Sache, wir bewegen ja, bei den Rostock Seawolves 1500 Vereinsmitglieder in den verschiedenen Hallen. Und da ist das, Klaus sprach, was wichtig ist. Also es wird zu mir gesagt, ich bin Mitglied Nummer 1575, wie geht das? Ja, weil wir jetzt in der Corona ein paar verloren haben. Also insofern, insofern, die kommen hoffentlich auch zurück. Aber worauf ich hinaus wollte, ist diese Hallenbuchung-Thematik, die es gibt. Es gibt in Rostock eine ganze Menge Hallen. Man kann sagen, zu wenig, weil wir würden mehr buchen, wenn wir es könnten. Mittelgroße Hallen fehlen. Ne? Eine städtische Halle zu betreiben, ist grundsätzlich ein Verlustgeschäft. Das muss man dazu wissen. Eine Halle, aber das ist Gemeinwesen. Und ich meine auch tatsächlich die Sportplätze und auch die, die Sportplätze zu pflegen. Das ist Personal und das sollen ehrenamtliche Vorstände organisieren, dass das passiert. Eigentlich gehört das auch stärker im Kommunal. Aber auch da, du müsstest mir nachher nochmal genau auf den Sprung helfen, welchen Gemeinde ist, weil nach meinem Wissensstand pflegen wir auch die Outdoor-Sportplätze. Okay. Ja. Also je nachdem, welche, wo, wie. Aha. Aber den Hinweis nehme ich gerne mit, dafür ist Volker Müll auch da. Absolut. Und eine Sache, ich muss, weil ich war schon gerade im Aufbau des Punktes, den ich gerne, auch wenn Klaus dabei ist, nochmal rüberbringen will. Wollen wir Klaus erst verabschieden oder wird Klaus das hören? Klaus soll den hören. Klaus soll den hören, bevor er geht. Ja. Das ist, dass die Effektivierung dessen, was in den Hallen passiert, ist halt ein großes Thema. Ja. Die Hallenzeiten, die kosten grundsätzlich nicht viel für die Vereine. Und jede Hallenzeit oder Platzzeit, die man mal hat, die wird man auch nie wieder aus der Hand geben, weil man sie braucht. Genau. Das heißt, wenn die Halle mit 2 Mitgliedern oder 25 Mitgliedern besetzt ist, man wird diese Hallenzeit nie abgeben. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten zu überprüfen. Hier trainieren nur 3 Menschen, hier stehen 25 Kinder, die wollen Handball spielen. Ja. Hier müssen wir was verändern. Das effektiver zu machen. Ja, und da traut sich keiner ran, weil das natürlich total unbeliebt ist. Ja, aber weil es auch total unbeliebt ist zu sagen, so ihr drei älteren Damen, mit euch machen wir jetzt was anderes. Aber es ist auch nicht so leicht. Wir haben eine Hallenzeit, wir planen ja eine inklusive Basketballmannschaft. Und da brauchen wir einfach einen längeren Zeitslot zum Beispiel, weil die Menschen längere Zeit zum Umziehen brauchen. Das heißt, wir brauchen mehr Zeit, das muss gut erreichbar sein, die Halle soll auch noch im Zentrum sein. Es muss auch so sein, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die auf einen Fahrservice angewiesen sind, den dann auch zu dieser Zeit bekommen. Das heißt, es würde uns auch eine Hallenzeit ab 13 Uhr und das heißt, es ist unglaublich schwierig, da reinzukommen. Definitiv. Aber das sollten wir mitdenken. Die Wahrheit liegt auch irgendwo in der Zwischenwelt. Nämlich, was ich auch erfahre, ist natürlich auch Feine blocken auch gerne Zeit, weil sie natürlich auf gar keinen Fall ihre Trainingszeiten verlieren wollen. Richtig, die sitzen drauf. Eigentlich so richtig benötigen sie die nicht, geben sie aber nicht ab, weil sie nie wissen, kriegen sie wieder. Nein, weil sie kostet, die kostet 1,15 Euro, weil sie subventioniert wird, Gott sei Dank, von der Stadt. Insofern kann man da nur sagen, Hut ab.
Nur jetzt gilt es halt darum zu gucken, dass nicht unnötigerweise Hallen leer stehen oder freigehalten werden, damit die Fußballer im Winter zwei Monate rein können, weil sie sonst und den Rest des Jahres übersteht sie leer. Solche Geschichten, da muss man ran, gute Wege finden. Ich glaube, da liegt auch eine große Chance in der Idee von Smile City, dass man sowas digitalisiert und dass freie Zeiten auch schneller verfügbar sind. Das heißt nicht, dass man die dauerhafte Nutzungserlaubnis dafür verliert, sondern sagt, da wissen wir, die Veranstaltung fällt aus oder dieses Training. Zu der Zeit können die Kiddies aus dem Stadtteil rein. Und da einen kurzen Draht zu haben, auch zu den Sozialarbeitern oder so. Also da einfach ein bisschen mehr Bewegung reinzukriegen. Wir stoßen schnell an Grenzen, wenn wir spontan Kinder irgendwo reinhören wollen. Einfach nur mal so. Die brauchen ja eine Regelmäßigkeit. Das muss in deren Alltag passen. Genau. Menschen mit Behinderungen. Mhm. Ich habe erlebt, ich war beim tanzenden Rollstuhl. Sensationell. Und da darf man nicht, muss man aufpassen, nicht zu sagen, es sind ja nur sechs Leute da. Für diese sechs Menschen ist das das Wichtigste die ganze Woche. Nächste Runde ist vielleicht 40 Jugendliche, die Handball spielen. Für dieses ja, und wir können die Qualität nicht über die Anzahl. Also das ist natürlich toll, viele Mitglieder zu haben, aber die Qualität ist ja vielleicht auch im Angebot für den Einzelnen. Absolut. Ich möchte Ihnen erstmal für den Mut danken, dass Sie ans Mikrofon gekommen sind. Das finde ich, das ist so... der Sinn dieser Veranstaltung auch in Zukunft, dass wir genau das schaffen, dass so ein Dialog entsteht. Wer noch Lust hat, bringen Sie sich gerne ein. Jetzt wird gerade Ihre Adresse aufgenommen von der Presse. So ist das dann am Ende. Ja, ich habe nur den Namen. Natürlich, weiß, natürlich. Spannend. Klaus, möchtest du noch bleiben? Nein, ich habe erfahren, ich bin ja Hanse Sale ist sehr anstrengend abzusagen und noch viel anstrengender durchzuführen. weil ich bin natürlich an vielen Orten und Stellen gleichzeitig. Aber wir haben schon gesagt, du bräuchtest eigentlich Doubles. Es ist doch leicht, dich zu dubeln. Wenn wir jetzt fünfmal... Du zum Beispiel, können wir machen. Nee, ich kriege ja keinen Bart, das dem anderen. Aber wenn wir dreimal Klaus Ruhe Matzen hätten, der würde hier rumlaufen, Sie könnten mit ihm knuddeln, Sie könnten ihn drücken, das wäre doch was. Es gibt es bereits schon, weil nämlich überall die rumlaufen und so aussehen wie ich, die könnt ihr ansprechen, die kann man einen Wunsch mal abgeben und sagen, hier bitte, ihr könnt mich auch schreiben, ob@rostock.de. Wir werden sicherlich sehr schnell nach dieser Veranstaltung auf Smile City auch eine Möglichkeit haben, wo man das jetzt auch interaktiv, weil es kann ja auch nicht jeder im Liga-Bad kommen. Richtig. Nächstes Jahr wird es sehr viel größer, da seid ihr aber sicherlich auch dabei, hoffe ich. Wenn wir nochmal dürfen. So, wir haben heute noch ein Paket vor uns. Ihr könnt es ja nicht wissen, aber ich habe im Vorfeld mich total gefreut, als ich hörte, dass ihr das macht. Aber ihr habt eine knuffige Art, das zu machen. Oh, das geht dann nicht, knuffige Art. Ich will auch nicht mehr zu sagen, was ich sonst über dich Nettes gesagt habe, aber es war sehr positiv. Klaus. Nein, ist so. Aber kannst du jetzt schon sagen, Klaus, machen wir das nächste Jahr nochmal? Definitiv. Gut. So sehr man sagen kann, mal schauen, wie was nächstes Jahr alles so los ist. Aber weil das habe ich jetzt auch in anderthalb Jahren gelernt, dass ich nichts sage, was nicht übermorgen hinweg geht. Also von daher selbstverständlich. Es soll wachsen, es soll größer werden. Da wünsche ich mir jetzt ja auch einen guten Dialog, wo alle auch mehr Mut, so wie unsere Bürgerin. Das finde ich total stark, weil das ist ja das, was es geht. Also, ich renne ein bisschen übers Gelände. Ich bin auch morgen hier auf dem Gelände unterwegs und werde immer hin und wieder, ich suche gerne dann die direkte. Viele trauen sich ja nicht so vorne auf eine Bühne mir was zu sagen. Und das hole ich jetzt da draußen ab. Und dann kriegen wir hoffentlich so Kultur rüber, so wie es auch wirklich ganz stark gerade in Dänemark, auch von Holland jedes Jahr gelebt wird. Da fahren sie ja von ganz Dänemark hin, um daran teilzunehmen. Und dann wünsche ich den Vereinen einen erfolgreichen Start in dem Ganzen. Und heute Abend spielt ja auch wieder unser Kocke. Nee, morgen. Eben hat man mir gesagt, heute Abend, ich war auch etwas überrascht. Na, morgen, das ist ja gut. Morgen Abend. Ja, jetzt gibt es schon wieder Stress. Nein, aber weil heute spielen noch die Footballer. Heute spielen die Footballer, morgen hat Hansa Pokalspiel Heidenheim zu Hause. Heidenheim, genau. Und dann nochmal Heidenheim. Und dann nochmal Heidenheim. Ja, siehst du, heute Abend haben wir tatsächlich auch noch hier als kleiner Hinweis eine Veranstaltung, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Die mir deswegen ich weiß, Johannes Oerding ist wieder da. Gott sei Dank. Willst du sagen, das war die erste Veranstaltung, ist das richtig? Ja, wenige Stunden vor seinem Auftritt mussten wir das damals, das war quasi für uns der Start der Corona. Jetzt ist er wieder da, ist ein starkes Signal. Er ist da. Ich hoffe, er nimmt was Positives mit von Rostock da. Ich gehe dann nachher natürlich hin und sage Hallo, werde mich bei Ihnen revanchieren. Sagen wir mal so. Wann ist das? Heute Abend. Genau. Heute Abend. Hier auf der Iga-Parkbühne. Genau, Picknickkonzert. Picknickkonzert mitbringt keine Stühle. Klaus, vielen Dank. Picknick, genau. Und viel Erfolg für Dänemark. Heute. Olympia, nicht vergessen. Wir sind nicht im Finale gegen Deutschland, glaube ich. Ja, schade. Das ist wirklich schade. Da kam das wird noch. Glaube ich. Ne? Das wird spannend. Ja. Ich möchte, dass Sie hier im Weidung natürlich hier bleiben, auch wenn Klaus uns jetzt verlässt. Weil alle sind nur Fans von Klaus. Jetzt Klaus uns verlässt. Jetzt gucken wir zwei Minuten.
Jetzt. Wir warten, bis Klaus den Saal verlassen hat, sonst kommt wieder noch keiner. Oh, alles gut. Jawohl, es ist stürmisch wie immer hier an der See. Jetzt ist die Frage. Durchatmen. Weiter geht's. Also, wir haben ja vorhin... Wollen wir über Inklusionssteuer heute auch ein bisschen sprechen, oder? Genau, das wollen wir tun. Aber jetzt als allererstes erstmal die Frage für mich. Wir haben das ja geklärt, Teamsport, da seid ihr euch alle einig. Würden Sie sonst den Weinlohn vielleicht Richtung Ausgang, damit wir richtige Themen besprechen? Wir. Danke, Herr Oberbürgermeister. Fix. Genau, und für alle, die uns hören können und heute quasi nicht hier sind, fällt es vielleicht, den sollte ich vielleicht erklären, du bist 2,2 Meter groß, Jens, jetzt ist die Frage, wie klären wir das mit dem Jens? Also Jens, du bist 2,2 Meter groß, ich bin unwesentlich kleiner als du, 30 Zentimeter. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich möchte bei euch im Verein mitspielen, was muss ich mitbringen? Gute Laune und Turnschuhe und was zum Anziehen und zum Training kommen. Okay. Und dann geht das schon los. Also ich bin jetzt fast ein wenig überfragt, aber ich würde... Ist das mein Mikro? Also man kann grundsätzlich bei uns im Verein, egal wie alt, egal wie jung, Geschlecht, Inklusion ist tatsächlich, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, etwas, was sich bei uns im Aufbau aktuell befindet. Aber ansonsten, man meldet sich bei uns im Verein, man wird eine Gruppe zugewiesen und wir haben von Beginner bis Profis, also tatsächlich ja dann jetzt auch richtig Profis, die ja dann, aber haben wir alles dabei und auch mittlerweile auch eine sehr, sehr gute Damenmannschaft, die in den letzten Jahren richtig gut geworden ist. Gibt es auch eine gemischte Mannschaft oder komme ich zu euch und werde automatisch erstmal ins Damentraining geschickt? Nee, wir haben tatsächlich ganz unten auch Mixed, die sich treffen. Das ist so eine Fangruppierung, Orange Block, die treffen sich, da sind Mädels, Jungs, alles dabei. Das ist dann nicht wirklich auf hohem Level, logisch, das ist dann alles so ein bisschen Beginner, aber haben halt Spaß zusammen und darum geht's. Okay. Also kannst du auch. Willst du tatsächlich kommen? Oder ja. War das eine Fangfrage? Nein. Das Problem ist einfach, dass du dir wahrscheinlich bei mir die Zähne ausbeißen würdest, weil ich habe gar kein Ballgefühl. Das war wirklich schwierig. Aber man kann es ja lernen vielleicht. Man kann es vielleicht lernen, genau. Und ihr habt ja, wenn ich noch ganz kurz was sagen darf, ihr habt ja im Entschuldigung, ihr habt ja auch im Rahmen der Nachwuchsarbeit ganz, ganz viele Projekte, die sich sowohl an Kita-Kinder richten als auch an Schulkinder. Und da habt ihr ja auch ganz klar gesagt, früh anfangen mit der Förderung, früh mit dem Bewusstsein, Bewegung, raus von zu Hause, gesunde Ernährung, Teamplayer, also all diese Eigenschaften. Und ich glaube, bei meiner Tochter hätte das tatsächlich mehr Erfolg, dass ja. Das noch Ach so, was wird dass mit dem noch Basketball. Was wird, ne? Also grundsätzlich gebe ich dir völlig recht, wir haben vor 2 Jahren angefangen, uns bereits in die Kitas reinzugehen. Vorher haben wir viele, viele Jahre in den Grundschulligen in Rostock uns aufgebaut, sind... Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich glaube, in 73 AGs machen wir an etwas über 40 Schulen. AGs heißt bei uns, wir gehen in diese Basketballschulen hinein und sorgen für ein Basketballbewegungsangebot, das ab der ersten Klasse ist dann auch Basketball und packen die ersten und zweiten Klassen zusammen, einmal pro Woche, sei es Dienstag, Mittwoch oder wann auch immer, für eine Stunde, 1,5 Stunden, je nachdem, was der Hallenverfügbarkeit hergeht, schicken wir einen Trainer raus mit Bällen. Im Zweifel lassen wir die Bälle sogar da, manchmal, das klappt auch. Und dann machen wir mit den Kids Sport. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir darüber eine Plattform haben, unsere Sportart auch bekannter und beliebter zu machen. Wir haben viele Vorteile, weil die Kids werden nicht nur bei uns im Verein Mitglied, sondern wir bieten denen auch noch mal neben diese eine Einheit pro Woche, bieten wir gerade dieses Wettkampfgeschichte. Wir machen 5 Turniere im Jahr, wo diese Schulen dann gegeneinander spielen. Und so lernen die Kinder spielerisch den Zugang zu Teamsport und all die Vor- und, also korrigiere mich, aber die überwiegenden Vorteile, die das mit sich bringt, nämlich das Unterordnen oder das Einordnen, sage ich mal, die Regeln, die Kameradschaft, die Gemeinschaft, die ganzen Werte, Fair Play, alle, die da vermittelt werden. Und ich glaube, ich hatte gerade das Gespräch mit dem Vater bei uns vorhin am Korb hinten an unserem Stand. Ich glaube, das ist egal was, und das hatte ich auch gesagt, wenn die zum Handball gehen, zum egal wohin, ist so wichtig, glaube ich, für die Erziehung von Kindern, dass sie quasi das lernen, in diese Gemeinschaft einzutreten und sich, ich glaube, es bildet einfach extrem. Also ich würde das meinem Kind oder meiner Tochter, werde ich auch versuchen, in diese Richtung zu lotsen. Ich hoffe, sie wird es irgendwann annehmen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, diese Gemeinschaft. Weil du fragtest vorhin, was ist das Wichtigste? Und ich glaube, gerade diese Gemeinschaft, Gesellschaft, da zusammen, das ist so mit, glaube ich, mit das Wichtigste.
Wir haben noch einen zweiten Jens hier. Ja. Jens, du bist noch gar nicht zu Wort gekommen, weil hier sind so starke Redner. Aber du hast auch so einen schönen Bart wie der Oberbürgermeister. Das heißt, da geht Halbbar. Noch was. Du bist, und das habe ich extra noch mal rausgelesen, das hatte ich dir auch im Vorgespräch gesagt, du bist die Koryphäe im Jugendbereich für den HC Empor. Du hast einen interessanten Weg hinter dir und mich würde interessieren, erzähl uns doch mal, was du erstmal machst im Verein. Im Verein mache ich als Vereinssportlehrer nicht nur die B-Jugend, in der Förderung, sondern auch die D-Jugend, in dem Bereich auch, wo beim Handball, ich sage mal so, das dann vorgehen kann, weil unterhalb ist es für einen Handballer schwer, weil die Dreieinigkeit der Leichtathletik, Turnen so eine Rolle spielt, weil Handball ist doch schon sehr komplex für die Kleinen, vor allem das große Spielfeld. Das ist was anderes wie beim Basketball. Also wir haben das Problem, dass das Spielfeld gleich bleibt, von hier unten bis hier oben. Deshalb müssen wir mehr laufen. Nee, nicht laufen, die Kinder haben ja einen ganz anderen Horizont. Und wenn Kinder, wenn irgendwas wichtig ist oder was Interessantes ist, dann gucken die natürlich hin. Und wenn das Handballspiel 40 mal 20 Meter ist, dann wissen wir genau, dass das Kind irgendwo Ablenkung hat, links und rechts. So, dieses große Feld müssen wir auch noch sehen. Deshalb ist in der D-Jugend dann die erste Förderung, indem man die Kindersport, sagen wir mal, genauso ähnlich wie beim Basketball aufgebaut hat, über Grundschule. Jetzt nicht so stark, wie das beim Basketball ist, ein bisschen weniger. Aber auch da sind wir dran mit einer Grundschulliga, mit den AGs, 8 bis 10 AGs haben wir ja auch, so, das auch dort ranzubringen. So, aber bei uns ist, war es jetzt sehr oft diese Quereinsteiger auch aus der Leichtathletik, aus dem Fußball. Ja. Weil Fußball ist immer, bei uns zumindest jetzt, das Grund. Ihr seid, glaube ich, beide aus dem Schatten von Hansa ja schon rausgetreten, muss man es ja sagen. Rostock war lange nur Hansa, obwohl ich glaube, so ist es nicht mehr. Also Rostock war aus meiner Sicht, so wie ich bin ja jetzt selbst als Däne wie Klaus nach Rostock gekommen und habe Rostock seit 2012 erlebt. Und Rostock war immer Hansa, klar, logisch, aber war vor allen Dingen eine riesen Handballstadt. Also eine riesen Handballstadt mit 92 Europa. Pokalsieger, 92, 80er, oder 80er, oder 80er sehr erfolgreich. Ja. Jetzt eine Frage an dich nochmal. Ich muss immer den Nachnamen sagen, sonst kommt. Was ist denn die Begeisterung vom Handball? Ich sag mal meine Berührung mit Handball. Ich bin keine Sportskanone, sieht man vielleicht auch. Und ich hatte immer nur Kontakt, dass sehr hübsche Mädchen aus meinem Jahrgang Handball gespielt haben. So habe ich Handball wahrgenommen. Was ist die Begeisterung an Handball? Warum sollen wir alle Handball spielen? Ja, Handball ist genauso ähnlich wie hier. Das ist Teamgeist, ne, das zusammen. Natürlich auch eine sehr, sagen wir, sehr harte Sportart, wenn man es mal jetzt nimmt, weil mehr erlaubt ist als beim Basketball. Das ist immer das Thema. Man sagt, Basketball immer so schön holt, das stimmt ja alles auch nicht mehr. Aber es ist die Engel Basketball. Ja, aber du hast natürlich beim Handball einen hohen Zeitdruck und auch, sagen wir, du hast ein wenig Raum. Und wenn du dann werfen musst und so und mit diesen engen 40 mal 20 Meter mit Zuschauern ringsherum, das ist schon eine Faszination. Das sieht man bei Olympia auch wieder, was da passiert. Du musst topfit sein. Also ich könnte jetzt nicht dort spielen. Ja, ich habe nicht mal 2 Minuten. So, aber ansonsten jetzt für die, da sieht man auch, wo es hingegangen ist. Sehr athletisch geworden ist ja das, aber ist ja die Faszination ist ja ungebrochen so. Und ich sehe es ja auch so, dass Teamsport wichtig ist. Und das ist mir egal, Fußball, Handball oder auch Basketball, ist egal, Volleyball, weil es ist wichtig für das soziale Gefüge auch. Ja. Ne, so. Und ich habe auch viele gute Jungs gehabt in meinen 30 Jahren als Trainer, die halt auch anderen Sport machen oder dann auch gewechselt sind. Die vielleicht auch mal vom Handball zum Basketball oder andersrum gewechselt sind, weil einfach diese Verknüpfung da ist, der Teamsport prägt uns alle. Ich glaube, wir fiebern alle mit. Wir fiebern den Basketball mit, wenn sie irgendwo im Aufstieg spielen oder gegen Abstieg, genauso andersrum. Und das ist wichtig, dass wir zusammen was machen, nicht gegeneinander, sondern versuchen, natürlich auch Synergien zu schaffen. So, ich glaube, das ist also Ziel sein in Rostock, das beides zu machen. Die Tradition, die wir hatten, von früher dann, das, was mal war, so jetzt auch in die Zukunft zu bringen, wo wir sagen, da gehört Hansa dazu, Empor dazu, auch die Sivos jetzt mit dazu, dass wir sagen, wichtig sind. Das ist ja gleich persönlich hier zur Mitte. Das heißt, ihr seid also genauso wie auch die Seawolves im Schulbereich, im Grundschulbereich schon aktiv? Wir machen Grundschul-AGs, ja, dort auch. Das ist auch ein Aufbau. Das ist natürlich auch bei uns das Problem auch wieder mit der Förderung. So. Ich habe auch schon gesagt, also Hauptamt Strukturen schaffen, das ist auch dann, ne, Ehrenamt und so weiter. Das ist weniger geworden, das war jetzt schon mal anders. Mit Sportlehrern, die aktiv waren, so. Jetzt hast du auch dann eine Grenze mit Schulen und so weiter. Und beim Handball, wie gesagt, ist das Problem mit dieser Halle, mit den Bällen und so weiter, noch ein bisschen was anderes. Aber auch da schaffen wir das. Und ich glaube auch, Rostock ist so groß, dass wir genügend sagen wir auch, Mitglieder gewinnen können, wenn wir das alle zusammen machen, weil das ist das Wichtigste, dass wir ein Angebot schaffen für die Kinder, dass sie dorthin kommen. So, und ich glaube, wenn wir das schaffen, auch in der Breite schaffen, dann werden wir irgendwann diese Spitze haben, was Nachwuchsleistungssport ausmacht. Ja. Aber wir müssen erstmal das Fundament selbst in Rostock schaffen. Wir wollen ja Richtung 2030 schauen. Und ich glaube, es ist nur eine Vermutung, ihr werdet es gleich berichtigen, ob es nicht so ist. Ich glaube, dass bei den Seawolves eher schon noch mehr hauptamtliche Strukturen geschaffen sind. Ist das richtig, während bei euch noch viel übers Ehrenamt läuft? Wir haben natürlich jetzt die nächste, ich bin ja auch jetzt seit 1. Juli da. Ne, als, herzlich willkommen. Ja, danke. Als in der schönsten Stadt überhaupt. Ja,
Na gut, nach Leipzig, Magdeburg und Dresden, das ist mal die vierte Stadt. Aber ich würde nach Leipzig ziehen, das wäre die einzige Alternative. Echt? Für Rostock für mich. Leipzig, finde ich, ist ein Knaller. Dänemark ist leider raus. Kopenhagen ist auch schön, aber... Nein, und dieser Aufbau auch dieser Strukturen dann auch. Ehrenamt ist immer wichtig, um Gottes Himmel, immer wichtig. Aber wenn man dann irgendwo in die Schulen gehen muss, also an Vormittag oder anderen Zeiten machen muss, dieses Wochenende, was da kommt, auch im Nachwuchsleistungssport. Wir haben jetzt Regionalliga B-Jugend, die ist jetzt neu geschaffen, mit Füchseball, mit DFK, mit SC Magdeburg. Dazu dann die Jugendbundesliga mit 40 besten Mannschaften deutschlandweit. Dann hast du natürlich einen Anspruch, du musst dann Training anbieten, individuelles Training anbieten, die Förderung plus das Wochenende. Also geht es darum, dass man da auch wieder wächst, das wieder zukunftsfähig macht, damit man halt auch das für die Jungs und für die, vor allem auch für die Eltern wichtig macht. Wir haben natürlich jetzt nur den männlichen Bereich, weil mit dem Rostocker HC natürlich der weibliche Bereich nochmal getrennt ist. Aber beide Seiten versuchen den Handball ja auch dann in diesem Bereich zu machen. Ich glaube, die Erfolge jetzt auch bei den DAB-Maßnahmen so sind auch schon sichtbar. Wir wollen ja dieser Leuchtturm sein für Mecklenburg-Vorpommern im Handball. Hattest du das mitgekriegt mit den Beachhandballerinnen, diese Debatte? Hat dich das erreicht? Ja, mit den knappen Outfits? Ja. Ja, das ist ja so. Wir haben in diesem Podcast darüber berichtet. Ich wollte es gerade sagen. Das Problem ist ja auch da wieder. Ne? Wir machen wieder Dinge. Also Beachhandball ist super. Ne? Oder sagen, Beachbasketball, irgendwann geht es. Ja, das, weil, ja, ja, die Dribbeln. Ne? Das genau. Ist auch nicht so geil. So, aber jetzt weiß ich, ist ja auch wieder, wir machen wieder die Dinge auf. Die Frauen, die dort spielen, die Männer, das sind wichtig, die spielen dort Handball oder spielen Fußball so, oder spielen Volleyball. So. Und die dürfen dort bitte schön ansehen, was sie wollen. Die dürfen sich mit Gewändern rumrennen, aber es ist ja ein Sport. So, und wenn ich da eine Debatte mache und noch Strafen gebe, das finde ich also für die Sportler völlig verständlich. Nichts mehr zu tun. Genau. Wir haben ja gerade schon geschaut Richtung 2030. Was ich gefunden habe, ist, dass ihr bei den Seawolves online auch unterwegs seid. Das heißt, ihr habt im Rahmen von Wolfis Ballschule jetzt auch Wolfis Weltreise, wo ihr quasi für alle, die dies nicht kennen, jetzt muss ich Wolfi. Ist bei uns mit der Caritas ähnlich. Nein, aber tatsächlich. Du sprichst Wolfi an. Wolfi war oder ist oder war in unserem Verein ein Erfolgs mit einem Erfolgsgrund, dass wir so gewachsen sind. Du hast damit eine anfassbare Figur geschaffen für die Kids, extrem wichtig. Und der hat halt war halt Namensgeber, war immer mit dieser Grundschulliga bei uns zusammen seit vielen, vielen Jahren. Maskottchen von den Wölfen, und den nutzen wir dann natürlich für solche Geschichten. Wenn wir Videos drehen und einer muss vorne vorturnen, dann ist das dann oft Wolfi. Oder nehmen wir mit zu PR-Terminen. Und deswegen ist Wolfi schon eine wichtige Figur für uns gewesen. Aber ich fand das sehr. Ich wollte da nochmal ein Kompliment loswerden. Ja. Also, wir haben ja, uns werden noch mehr Sachen heute begegnen, die auch sozusagen Maskottchen haben. Und Kinder halten sich vielleicht die Ohren zu, aber da steckt ja auch ein Mensch drin. Und ihr habt einen. Nein, das ist nicht korrekt. Es ist ein Wolf, der ist gezähmt und der starkt mit Drogen in ein Trikot. Ich wollte nur sagen, egal wie ihr das macht. Also ich werde an diesem Gespräch, was in dieser Richtung geht, nicht weiter teilnehmen. Das sage ich. Wir sind vom Spiegel, das kann man auch mal sagen. Nein, ich wollte sagen, der ist so fantastisch, dieser Mensch, der das macht, da ein großes Kompliment. Der Wolfi ist in der Halle, ja. Danke. Das finde ich, ist ein, so ein verrückter Mensch und da ein großes Kompliment. Das macht richtig Bock, dazu zu gucken. Ja. Weiß nicht, gibt es bei Empor ähnliche sozusagen Ambitionen? Es hat sich jetzt in der ersten, zweiten Liga so auch etabliert, dass es ja einen Vorturner gibt. Da müssen wir sehen, wie wir es dann machen. Ist es ein Greif? Und nicht mit den Stadtwerken verwechseln, da müssen wir gucken. Der Greif ist in Rostock schon ein bisschen vergriffen bei den Griffins, muss man sagen. Lassen wir uns mal überraschen, wie das dann angeht. Dann lassen wir uns mal. Achso, stimmt, das ist auch Vorschläge könnt ihr gerne, liebe Zuhörerinnen, schreiben. Genau. Mach mit @inklusivesrostock.de. Und wir leiten das dann weiter. Richtig. Das ist schön. Wir haben vorhin schon kurz, als der Oberbürgermeister da war, das angeschnitten. Wir planen ja eine inklusive Basketballmannschaft. Da seid ihr im Austausch mit Gerd Mengel hoffentlich, ne? Genau. Da war es ja momentan jetzt durch die schwierigen Zeiten, waren wir so ein bisschen gehandicapt, ne? Dass auch sozusagen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenspielen können, weil es ja doch da starke Auflagen gab. Ich hoffe, dass wir da jetzt wieder starten. Wie ist es denn bei euch beim Handball? Habt ihr da auch schon in der Richtung überhaupt so die Idee, inklusiv was auf die Beine zu stellen? Beim Handball, hatte ich schon im Vorgespräch gesagt, beim Dachverband DHB ist das halt ein bisschen schwieriger, weil auch sehr die Sportart an sich sehr körperlich ist und das ist immer schwierig. Es gibt schon in meiner sächsischen Heimat, in Meißen zum Beispiel auch, dort in Dedich, solche Mannschaften, also reine Mannschaften, die das machen, die aber wenig Angebot haben, also es ist wirklich ganz wenig. Das könnte jetzt in Richtung 2030 auch mal so eine Agenda wieder kommen, dass man es mit reinnimmt. Aber es ist natürlich auch das Problem beim Handball geschuldet, weil es doch sehr, sehr körperlich ist. Und da muss man sehen, wie man es gut hinkriegt. So, aber natürlich kann das auch ein Ziel sein, dass wir auch da uns unterhalten, weil die Menschen gehören ja auch dazu. Ne? Also schon die feuern ja auch an, ist wie überall selber. Aber wie kriegt man die dann dorthin? So, und vor allem, wie ist der Rahmen dann auch? Es gibt dann rechtlichen Rahmen und so weiter. Ne? Und
Da sehe ich ja auch wieder, das haben wir auch beim Rollstuhl-Basketball, der Rollstuhl-Volleyball, kann ich ja auch sehen, auch mit Handball, auch wieder diese Schwierigkeiten, um das dann auch dort zu machen. Ne? Also so mit Hallenzeiten und so, das große Feld. Also der Weg kann ja nur so sein, natürlich hat das Schwierigkeiten, aber das Unmögliche möglich zu machen. Wenn Leute Bock haben, das auszuprobieren, dann bin ich mir sicher, und ich habe jetzt keine Sporterfahrung, wie bereits mehrfach heute erwähnt, dann gibt es bestimmt Möglichkeiten, wie jeder Mensch im Handball auch sich ausprobieren kann. Da bin ich überzeugt. Das ist richtig, aber man muss trotzdem den Rahmen hin, dass es geht, dass man sagt, wenn er dort ist. Mit ganzen, wir müssen vom Leistungsgedanken weg. Ich glaube, ihr beide seid ja, die beiden Jens, die wir haben, Leistung spielt eine große Rolle bei euch, oder? Absolut, aber nicht ausschließlich. Also am Ende bin ich als Spieler damals bei den Rostock Seawolves zu den Seawolves gekommen, wobei auch nicht ganz richtig, sondern ich bin zum Arbeiten nach MV gekommen und hatte eigentlich meine Karriere schon hinter mir und habe dann quasi diese Gemeinschaft, über die wir gesprochen haben, gesucht, wenn ich schon irgendwo in Rostock neu bin, denn ja, dann gehe ich zum Basketball, dann lernst du ein paar Leute kennen. Ja. Dann kam ich natürlich mit einem sehr hohen Level da in diese Mannschaft rein und das war dann... Du wolltest das hohe Level. Ja, ich war deutlich über dem Basketball-Level damals. Überqualifiziert, würde man heute sagen. Überqualifiziert kann man schon so sagen, genau damals, und gepaart damit, dass dann ein paar andere Verrückte hier waren, ergab sich dann einfach ein Rad, was dann anfängte zu drehen, auch sicherlich mit dem HC Empor, der zu der Zeit nicht alles richtig gemacht hat, was jetzt Gott sei Dank wieder anders ist. Und dann so haben sich dann auch so ein bisschen die Seawolves entwickelt. Aber die Frage, da kam ich jetzt gerade so ein bisschen raus, wir waren ja ganz bei dem Thema Inklusion und Leistung und so weiter. Und mittlerweile hat man dann diesen Weg vom Spieler ins Büro gefunden und immer mehr in die Verantwortlichkeit und dieser Fokus, den man ursprünglich mit reingekommen ist, Profis und nur das, ist viel, viel breiter geworden. Also nicht nur in der Jugendleistung runter, sondern jedes Kind, und das merke ich selbst, wenn ich jetzt draußen auf dem Platz stehe, jedes Kind, was du einfach mal kurz in die Finger kriegst, was du kurz mich austauschst und du merkst, einfach mal ein paar Lob, bisschen Ansporn geben, ein bisschen Lob aussprechen, ein bisschen mitnehmen auf dem Weg und geh doch mal zum Sport. Und noch nicht mal zwingend da draußen hier zum Basketball. Ich freue mich, wenn dir sagt, ich gehe zum LAV, ich gehe dahin. Es ist einfach wichtig, Kindern irgendwie diese Gemeinschaft zu bieten. Und wenn man dann zu dem Thema Inklusion kommt, dann ist das auch so bei uns im Verein, logischerweise durch diese großen Spiele sind sehr, sehr viele Fans da. Das sind auch gerade, wo du dann merkst, die haben ihre eigenen Probleme und arbeiten in den Behindertenwerkstätten und so weiter. Um ehrlicherweise, für die nehme ich mir meistens immer besonders ein Ohr. Die sind so lieb, die wollen einfach nur mitgenommen werden auf dieser Reise. Und als sie mir mal erzählt haben, auch, dass die bei Hansa Inklusion, so eine Inklusionsgruppe gibt, also gerade zwei, die mir jetzt gerade sofort im Gedächtnis sind, hat gesagt, das müssen wir auch bei uns machen. Einfach denen einen Spaß bieten zu Hause. Und da geht es ja dann null um Leistung, da geht es einfach um die Gemeinschaft mitnehmen und sich um die Gesellschaft kümmern, in der wir sind. Und das kannst du übertragen auf alles. Ich sage das auch draußen bei den Sponsoren. Hauptsache ihr schöpft nicht die Gewinne in Rostock ab oder macht nicht einen Riesen drumherum und guckt, wie eure Gewinne, sondern beteiligt euch an der Gesellschaft. Und wenn es, dass ihr spendet an kulturelle Veranstaltungen oder an Vereine oder ihr macht Sponsoring, aber nimmt, und das, deswegen finde ich Folge auch so gut, nehmt teil an Rostock, beteiligt euch, macht mit, übernimmt Verantwortung und egal wo. Also einfach nicht jeder sein, sondern gemeinsam. Hört jetzt ein bisschen politisch an, aber so gehe ich daran an das Ding. Ja, da. Ja, ja. Es geht ja, warte mal. Und beim Handball zum Beispiel auch, wir haben ja auch viele Breitensportvereine. Also Handball ist ja nicht nur HC Empor Rostock, das ist ja als Leuchtturm, die natürlich auch, sagen wir mal, Leistungssport dann aktiv sind. Ist ja auch so gewachsen, ne, mit dem COD zusammen. Sondern hast du andere Vereine. Du willst ja nicht die ganzen Kinder wegnehmen, sondern wir machen also nur einfach sagst, du hast ein Angebot, natürlich kommen dann die Talentiertesten und die das auch machen möchten natürlich dazu. Aber du hast schon so viele kleinere Vereine, die genauso Mitglieder paaren, genauso mitmachen. Und wenn wir dann vielleicht in den nächsten Jahren genau in dem Bereich auch unterstützen können, wie wir es dann machen, was bei uns mit ein integrieren oder vielleicht auch mal kleinere Vereine mit ins Boot nehmen, dass die auch also ihre Plattform haben. Weil ich glaube, es war die junge Dame vor uns auch, die ja gesagt hat, dieser Breitensportgedanke mit Ehrenamt, ne? Wo wir sagen können, wir sind Haupt an, wir haben vielleicht noch ein paar andere Möglichkeiten. Die ringen ja auch darum, um Kinder, um Jugendliche, vor allem dann diesen Übergang, das wissen wir beide auch, in den Bereich mit 13, 14, 15, dann wo die... Ja, wo die dann sagen, mache ich das noch, macht mir das Spaß, wie mache ich das so? Die Mädels kommen, die Partys kommen, das sollte man mal gucken. Ist doch eigentlich egal, ob man jetzt ein Instrument lernt oder ob man sich irgendwo engagiert, wenn die Mädels kommen, also dann ändert sich nochmal alles im Leben. Aber wenn die Jungs kommen, also nicht nur eine Seite. Wenn man dann Handball- oder Basketball-Profi ist, ich glaube, bei Mädels noch mehr ein Schlag. Wenn ihr das da draußen hört oder hier bei uns im Feindom, auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, und das ist ein wichtiger Gedanke auch in Sachen Inklusion. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass ihr bei Empor auch guckt, dass sozusagen die Servicekette nahtlos ist, sagen wir. Also wenn Kinder zu euch kommen, willst du dazu noch einen Satz loswerden vielleicht? Ja, wir haben ja jetzt im letzten Jahr im Juni diese Denkfabrik, die ist jetzt eingeweiht worden,
wo das Institut für Leben und Lernen dort mit federführend ist, wo die Jungs halt in der Marienehe, wenn sie kommen, halt Zeit in Raum haben, wo sie entweder Hausaufgaben machen können, betreut, oder halt einfach mal zusammensitzen können, also chillen, Neudeutsch, ne, und ein bisschen rumdatteln. Kannst du so, mal sagen? Kommst ja auch nicht von hier, Jens, du kannst chillen, es nicht verstecken. Chillen. Nein, aber wo man einfach sagt, dass die Jungs nicht nur in der Halle irgendwo davor sind, sondern wirklich auch betreut werden, ihren Raum haben. Also das Gesamtpaket auch, das, was wir vor uns gesagt haben, was ja in Dänemark so ist, wo das alles sehr, ne, so sportaffin ist, dass man auch da wieder Angebote schafft, auch wenn es erstmal der Anfang ist. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg auch dazu, dass man so eine Heimat auch gibt den Jungs. Nicht alle sind ja nun in Familien. Aber es schafft Chancengleichheit. Das ist für mich der wichtigste Punkt daran. Es schafft Chancengleichheit für Kinder, die nicht mobil sind, die nicht am Nachmittag betreut sind, wenn die in den Sportverein nicht gehen können. Wir sind noch gar nicht bei Förderung und Geld, weil wir ein bisschen auf die Uhr gucken. Anja, vielleicht die letzte Frage. Genau. Es ist wie immer im Podcast, die Zeit rennt davon. Deswegen möchten wir euch beide mal fragen, wenn ihr nicht bis 2030 warten müsst, sondern jetzt heute direkt mit dem Fingerschnipp was ändern könntet, was wäre das? Inwiefern? Wenn wir jetzt beim Thema Sport. Privat, Sport, persönlich, Sport, persönlich. Alles, was ihr wollt. Hier gibt es keine falschen Antworten. Also ich würde mal sagen, das liegt mir am Herzen, dass man jedem Kind einen kostenfreien Zugang, also kostenfrei heißt, dann muss er Mitglied werden, um was zu machen, muss absichert sein. Dass man das schafft, als Kommune oder als Land zu sagen, ich gebe diesen Kindern die Möglichkeit, und wenn ich es dann finanziere, weil sie nicht können, die Eltern. Weil das ist die größte Barriere für mich, dass man Kindern, reden wir von den Kleineren, die Möglichkeit nicht gibt, am Sport oder Kultur teilzunehmen. Weil immer irgendwo diese Sache ist mit Mitgliederbeiträgen. Und du hast recht, und das ist auch selbst, also man kann natürlich Hilfen beantragen, aber das ist so voller Hürden. Also dieses Bildung und Teilhabe, das muss ausgefüllt werden. Genau. Ich müsste hingehen können und dann wird das über eine Quote abgerechnet oder irgendwie eine Anzahl von, also es muss, das ist eine Sache, Chancengleichheit, und da sind wir noch gar nicht bei Kindern mit Behinderung. Nein. Das ist wirklich ein Problem. Für alle. Wenn du das ändern könntest, das würde ich auch noch mit unterschreiben. Das wäre für uns auch der Riesengewinn. Ja. So, ich glaube auch so ein Pilotprojekt für ganz Deutschland, aber es geht. Ja. Für unsere Kinder was zu machen, dieses Angebot zu schaffen. Vielen Dank, Jens. Wie meine Welt 2030 aussieht. Wenn du heute etwas spontan ändern könntest und nicht bis 2030 warten musst. Ich bin auch tatsächlich auch bei dem Thema Chancengleichheit. Ich bin ja Däne und wir haben. Bist du gebürtig aus Dänemark? Ja, ja. Ich höre es gar nicht. Nee, hörst du auch nicht, weil ich bin mit 10 nach Deutschland gekommen, bin jetzt mittlerweile 41 schon. Zeit rennt. Insofern spreche zwar mit meiner Familie Dänisch, aber zu Hause jetzt mit meiner Freundin Sophie jetzt nicht, mit meiner Tochter wiederum schon, damit sie es lernt. Ja. Und mit Klaus, wenn ich ihn sehe, sprechen wir Dänisch, aber ansonsten nee. Das dänische Modell ist ja eher Jandelone. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist quasi, schmück dich nicht, also stell dich nicht besser dar als jemand anderes. Das ist so eine Art dänisches, ungeschriebenes Gesetz. Also so nach dem Motto, alles sind gleich. Verdienst du sehr, sehr viel Geld, gibst du sehr, sehr viel ab und bezahlst 70% Steuern. Jetzt hüpfen wir so ein bisschen in die Politik rüber. Und hast du wenig, dann kriegst du viel. Und damit hast du eine Gesellschaft, die nicht so weit auseinanderdriftet und irgendwo sich alle wiederfindet. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber die Schere reicht nicht so weit auseinander. Und das wäre mir schon ein Wunsch, dass, wenn ich etwas ändern könnte, dass wir in dieser Richtung in Deutschland unterwegs sind. Und das ist jetzt zum einen auf dieser Bevölkerungsebene, aber das ist vor allen Dingen auch, was Chancengleichheit antrifft im Bereich Schule und für die Kinder, dass wir einfach irgendwo auf einer Ebene zusammenkommen und dass es nicht diese zwei oder drei Klassengesellschaften nachher gibt, in der ich finde, wir uns teilweise hinbewegen. Das würde ich ändern, wenn ich das könnte, ohne jetzt allzu viel Politisches. Jetzt hat man, glaube ich, sich schon politisch Farbe bekannt, ne? Aber das, in diese Richtung wäre ich eher unterwegs, denke ich. Und ansonsten, wenn ich zum Thema Sport komme, dann hoffe ich, dass wir diese Probleme, die wir zum Beispiel gerade angesprochen haben, wie zum Beispiel Optimierung von Hallennutzungszeiten, auch einfach, dass der Sport in Rostock einen noch höheren Stellenwert bekommt, als er heute schon hat. Also das heißt auch, dass er aus dem politischen Haushalt hinaus auch einfach so eingestuft wird. Das heißt, nicht nur der HC Empor, sondern auch wir oder auch Hansa oder auch andere Vereine. Wir sind draußen in Deutschland unterwegs und tun Gutes für den Namen Rostock. Und wenn Klaus zu Lenz läuft oder wo er überall hinläuft, dann auch er wird dann wahrgenommen als Rostock. Das heißt, jeder, der da draußen seinen Beitrag dazu leistet, dass Rostock auf der Karte weiter nach vorne kommt, muss auch aus meiner Sicht heraus eine entsprechende Unterstützung finden. Und der Sport braucht dafür bessere Rahmenbedingungen, als er heute hat, glaube ich. Und die vielen Probleme, die jetzt kommen, mit viel zu vielen Mannschaften, die ganz oben sind, die mit Hallenzeiten und so weiter, die kommen erst noch alle. Und ich hoffe, dass wir da einfach gute Lösungen in der Zukunft finden, dass wir alle
nebeneinander herleben können und Spitzensport gibt. Herzlichen Dank. Wir wollen uns bei euch bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir werden das als Podcast senden, das ist das Thema Sport. Ihr könnt auch gerne noch weiterkommen, es gibt dann noch weitere Themen. Wir haben noch eine starke Runde mit sehr interessanten Männern, muss man sagen. Am Ende wartet noch eine Dame auf uns. Aber vielen Dank, dass ihr Zeit genommen habt. Weiter so, weil ich finde auch Sportbegeisterung für die, die selber den Sport nicht machen. Das haben wir damals jetzt gar nicht drüber gesprochen, was das mit Leuten macht, die sich das einfach anschauen und Bock darauf haben und daran mitwachsen. Aber vielleicht im nächsten Jahr wieder auf dieser Bühne. Habt vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Danke. Tschüss. Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www.inklusivesrostock.de oder schreibt uns unter machmit@inklusivesrostock.de.